Herzlich willkommen zum kleinen Einblick in das Thema Logistik. Mein Name ist Hannes Winkler, ich bin hier an der Hochschule Esslingen im Studiengang Wirtschaftsingenieurwesen verantwortlich für das Thema Logistik und ich möchte Ihnen anhand von einer Folie hier mal ganz kurz so zwei große Themenbereiche der Logistik zeigen. Das eine ist das Thema Intralogistik. Also Intralogistik beschäftigt sich mit der Optimierung von Material, Mensch und Informationen innerhalb eines Unternehmens oder innerhalb eines Standorts. Also Logistik kann man allgemein definieren als die richtigen Produkte zur richtigen Zeit, am richtigen Ort, in der richtigen Qualität. Also nicht zu früh, nicht zu spät, nicht zu viel, nicht zu wenig. Und das ganze Thema zu optimieren innerhalb eines Unternehmens, also beispielsweise eines Lagers, ist Thema in der Intralogistik. Und das andere große Thema, das Sie nicht allein machen können, sondern wo Sie mindestens zwei Unternehmen dazu brauchen, ein Kunde, ein Lieferant oder auch mehrere Kunden und Lieferanten, ist die Optimierung der Lieferkette, das sogenannte Supply Chain Management. Hier versucht man, unternehmensübergreifend eben Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken, Servicegrade zu verbessern und so weiter. Und vielleicht jeweils ein kurzes Beispiel, also im Bereich Intralogistik und da speziell im Bereich Lager, Optimierung, gibt es neue Tendenzen, dass nicht klassischerweise der Mitarbeiter zwischen den Regalen umherläuft und die einzelnen Teile, die Sie vielleicht bei Amazon oder sonst wo bestellen, einsammeln, sondern dass die Regale zum Mitarbeiter kommen. Das sogenannte Ware-zu-Mensch-Kommissionierung. Das heißt, der Mitarbeiter geht nicht vom Fleck, muss nicht 13 Kilometer laufen, wie beispielsweise bei Amazon, typischerweise zwischen den Regalen, sondern das Regal kommt zu Ihnen. Dadurch können Sie eben entsprechend ja, sowohl die Ergonomie verbessern für die Mitarbeiter, als auch eben Kosten senken. Und Supply Chain Management oder Logistik unternehmensübergreifend war jetzt auch gerade die letzten Jahre ein großes Thema. Zum einen durch Corona haben wir leider gemerkt, wie anfällig unsere Lieferketten sind. Und jetzt auch wieder durch die Ukraine-Krise, den Krieg in der Ukraine, gibt es auch Probleme mit vielen Lieferketten, dass eben Teile nicht verfügbar sind, dass beispielsweise Kabelbäume, die oft in der Ukraine produziert wurden, nicht mehr verfügbar sind. Und das führt natürlich auch zu wirtschaftlichen Problemen hier bei uns in der Industrie. Und ja, das vielleicht als ganz kurzer Vorgeschmack. Wir haben dann viele praktische Beispiele. Wir laden auch Dozenten ein von Unternehmen, die Ihnen dann konkrete Beispiele näher bringen. Und ich würde mich freuen, Sie vielleicht bald in einer Vorlesung begrüßen zu können. Bis dahin, ciao, ciao.